Oh, so. Ich habe jetzt die Mission nochmal gespielt, ein bisschen kürzer diesmal gebraucht. Und ja, das erste Mal hat bei mir diese eine Kombo funktioniert. Und wir haben die Waffe bekommen, das heißt, wir haben den Rang A-Sieg erlangt. Ja, ihr wisst schon. Das ist cool. Wir haben den Rang A-Sieg, haben eine neue Waffe für Zelda. Ich weiß gar nicht, ob das so funktioniert, weil das ja die Stufe 2-Waffe war. Und nicht die neue Waffe. Also von der neuen Waffe die Stufe 2. Aber wir haben sie bekommen, also dürfte das eigentlich das sein. Und jetzt können wir mal schauen, wie das ist mit der Link-Waffe. Mit der Link-Mission und so. Mal schauen. So, alles Rang A, schön. Schön. Und heiliger Taktstock. Heiliger Taktstock. Dieser Taktstock kontrolliert den Wind, trifft vom Wind verwirrte Gegner mit dem Wirbelsturm des starken Angriffs und einen noch stärkeren Tornado zu beschwören. Achso, um. Cool. Okay. Ups, was habe ich da? Ja, komm weg. Weg. Von mir aus einfach weg. Das ist vor allem weg. Ach, dich auch weg. Dich weg. So. Ach komm, alle Dreier weg. So, tschüss. Pech. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, was da war, aber egal. Geld. Hallo, Geld. Wir brauchen Geld. So. Achso, und herzlich willkommen übrigens zum neuen Part. Wir haben hier Rang A und jetzt können wir suchen. Wir haben keinen Kompass mehr. Aber das ist ja eindeutig. Oh nein, was ist denn das? Was brauchen wir dafür? Brauchen wir damit echt Eispfeile? Echt jetzt? Oder Flöte? Ich weiß gar nicht. Oh Mann. Also Graben auf jeden Fall nicht. Und nein, also das, was wir haben, auf jeden Fall nicht. Das brauchen wir so nicht. Ich glaube, wir sind echt Eispfeile, weil das ist ja Feuer. Was anderes würde mir nicht einfallen. Oh, Eispfeile können wir hier bekommen. Was können wir hier kriegen? Oh, hier ist dasselbe. Okay. Also Floß glaube ich auch nicht. Was gibt's denn noch? Wasserbomben? Nein. Ja, Grabklauen, eine Flöte vielleicht höchstens noch, aber ich wüsste nicht, was die bewirkt. Also Eispfeile wäre jetzt das nächste, was ich glaube. Stufe 10. Ach, ich mache dann kurz das hier. mit Link. Und ja, versuche mal. Ich muss ja gar nichts haben. Also ich brauche nur die Eispfeile. Also was anderes, da wir hier sowieso mit Girahim, glaube ich, nur ein Headset kriegen, wenn wir suchen. Oder was weiß ich was kriegen, wenn wir suchen. Bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als diese Mission schnell selber zu erledigen. Was ist unsere Mission? Besiege alle Riesenmonster innerhalb 10 Minuten. Okay, achso. Oh. Das könnte mies... Ups, falscher Knopf. Das könnte nervig sein. Was könnten wir gebrauchen? Eigentlich nichts. Forstkristall, bla bla bla, ist angekommen. Okay, bla. Hallo. Hallo, Verbannte. Ich werde dich töten. Hä? Wäre nett, wenn du ihn anvisierst. Hallo. Es wäre echt nett gewesen, wenn er ihn anvisiert hätte. Okay, lol, 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 lol. Das ist echt lame. Okay. Steht wieder auf. Dusch, dusch. Hopp. Sollte aber trotzdem darauf achten, mehr auszuweichen als nur wegzurennen, weil ich voll oft getroffen werde, weil ich auch nicht ausweiche. So, jetzt macht er noch keine bösen Fußattacken. So, er hat noch keinen blöden Tritt drauf. So, stampf, stampf, stampf. Das ist, glaube ich, ganz gut, das Stampfen. So. Dusch. Dusch. Boah. Okay. Das könnte gut klappen alles. Ich besieg mal ein paar für... Wow, wow, wow. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Alter. Alter. Das ist fies. Dass er mich trifft, obwohl ich die ganze Zeit ausweichen drücke. Egal. Hab irgendwas falsch gemacht. So. Machen wir das mal so. Wumms. Weil jetzt hätte er, glaube ich, auch Schaden gemacht.
Aber er ist stärker. Girayim hat mich verraten. Nein. Nicht schon wieder. Wieso kann ich ihm nicht einmal vertrauen? Einmal. Er trifft mich immer. Er trifft mich einfach immer. Ist ja fies. So, jetzt wird's ein bisschen schwierig. Braucht die A-Attacke eigentlich. Ah, oh, naja. Wie ging's hin? Link ist stark genug. Link ist stark genug. Mist. Und wir brauchen ja keinen Rang A-Sieg eigentlich. So, komm, das war's. Höre auf zu kämpfen und entferne dich von ihm. Nein, niemals. Er ist tot. Und tot. Yeah. So. Cooles. Na oh, toll, eine Waffe haben wir bekommen. Ach, und alle verraten mich auch noch. Die ganzen. Oh mein Gott. Hilfe! Nein, bitte nicht zu mir, bitte nicht zu mir, bitte nicht zu mir. Nein, 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 nein. Kannst du mal aufhören? So, die kann man noch so erledigen, die Füßchen. So, zack, zack, zack. Bum, bum, bum. Eigentlich will ich die Stampfattacke. Oh. Weil die ist stärker. Die macht den Balken besser runter. Oh, er trifft Girayim sogar. Nein. Nicht zu mir. So, eine A-Leiste ist. Eine A vor allem. Eine SP-Leiste ist. Fertig. Was macht er? Achso. Diese Elektro-Teile. So, einmal zack. So, das war's. Bam, 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 bam. Das wollte ich nicht, aber egal. Es zieht doch ganz schön gut ab. So. Bums. So. Jetzt wäre eigentlich noch. Also zwei A-Attacken ganz gut. Ach, ich kann ja. Ach ja, die Soldaten sind ja auch Feinde. Ich dachte die ganze Zeit, die Soldaten wären nicht Feinde, deswegen habe ich sie nicht angegriffen, lol. So. Alles ist mein Feind hier irgendwie. Ich habe keine Freunde. Okay, so geht's irgendwie auch. Ach Mist, ich muss noch rechtzeitig ausweichen. Oh. So, obwohl ich jetzt eine A-Attacke habe, zwei, aber egal. So, zack, 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 zack. Ja, jetzt habe ich schon wieder das gemacht. Hui. Los, Zeitdepona. Du bist. Oh Gott, 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 oh Gott. Okay. Girayim. Puh, Girayim. Er verrät. Lol. Verrät uns einfach immer. So, jetzt aber. Oh oh. Macht echt. Ich würde sagen, auf der gesamten Map sowas. Aber nein. Und jetzt war's das. Und. Bam, bam. Ja. Warte, stirbt er überhaupt davon? Ja, okay. Das beruhigt mich. So, jetzt will ich aber. Yeah, ein Material. Gut. So, dann haben wir noch ein bisschen SP. Ein Drittel. So. Okay. Mission vorbei. Und dann probiere ich nochmal aus, ob man das echt mitnehmen. Mit den. Also was anderes würde mir gar nicht einfallen. Als Eispfeile. Für diesen komischen Feuerkreis. So. Okay, mal schauen, haben wir Rang A wenigstens? Nö. So viel Schaden erlitten. Egal. Wir müssen eh Rang A schaffen wegen der Sache. Wegen der Suche. Wegen der Belohnung. Ach, das ist Sheik, nicht Girayim, oder? Ach, egal. So, suchen. Ich probier's aus. Mal schauen. Also was anderes würde mir echt nicht einfallen, deswegen probier ich's. Ja! Geil! Ja, cool. Wollen wir das noch machen? Stufe 2. Besiege alle die feindlichen Einheiten. Mit Link. Ich glaube, das wird kein Problem. Dann nehmen wir natürlich wieder Epona. Oder soll ich mal was anderes nehmen? Ist es langweilig, wenn ich immer Epona nehme? Aber die Epona ist stark. Ich nehme Epona. Ich nehme Epona. So. Die
Zeit, Epona. Und Charakterprofil mit einer... Aber ist egal. Gucken wir uns irgendwann anders mal an. Hier gibt's ein Herzteil oder so. Hier gab's ein Herzteil oder so. Okay. Das ist schon wieder so eine lange Mission. Zeitlimit 60 Minuten. Alles klar. Jeder, der sich mir in den Weg stellt, bla bla bla, wird die Konsequenzen ertragen müssen. Bla. Aber immerhin jetzt nur noch eine rote Einheit. Das ist... Immer wenn es irgendwie zwei Einheiten noch extra gibt, dann ist es anstrengend. Bam, 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 bam. Yeah. Okay, da ist noch eine. Ach, Lana. Hey. Mein Handler-Tentakel wurden gesichtet. Okay. Lol. Sogar hier. Man kann sie nicht anvisieren, okay. Sheik rückt vor. Ey! Hör auf, mich anzugreifen. So. Aber den Tempel werde ich auf jeden Fall schnell erobern. So. Was ist unser Ziel? Besiege die feindlichen Hauptleute und locke den Feldmarschall hervor. Achso. Also erstmal nur wieder so. War die Aufgabe nicht, besiege alle Gegner? Was zur Hölle? Fällt mir gerade auf. Oh nee, offensichtlich nicht. Wäre komisch. Also wirklich alle Gegner besiegen, ist nie die Aufgabe. Bei sowas zumindest. Ja, ja. Schrei Rome, Edip, wie du willst. Ich nehme keine Rücksicht. Alter. Nervt nicht. Nervt nicht. Bumm, bumm. Bams. Okay. Alter. Wir wollen aber dein Zeug. Oh, wieder eine Waffe. Das ist doch nicht normal. So. So. Da. Haha. Einfach mal A drücken. Und alles umrennen. Rennen. Hey. Und ich muss aber den Tentakel besiegen. Oh. Ich muss eh irgendwie 1200 Gegner besiegen. Passt schon. So. Wo gibt's noch Tentakel? Ich glaube gerade, sind das die roten pulsierenden Punkte? Ich glaube schon. Dann gehen wir lieber oben lang, weil wir da eh einiges mehr zu erledigen haben. Bums, 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 bums. Girahim ist in Bedrängnis. Oh nein! Diesmal hat er uns nicht verraten. Wir müssen ihm helfen. So. Okay, schnell. Die kleinen roten Punkte sind, also nicht diese riesigen pulsierenden Punkte, sondern die kleinen sind die Tentakel. Von den Enders Tentakel, das sind Köpfe. Köpfe sind das. So, stirb, Kopf. Wumms, wumms, wumms. Okay, ich sehe zwar nichts, aber... So. Und das gehört uns. Nur noch der Frostnachtschwärmer muss beseitigt werden. Ach komm. Ja, schon tot. So. 500 Feinde besiegt. Yay. Eigentlich schon 600. Girahim ist halb tot. Ich frage mich, wo er ist. Dann würde ich ihm auch sogar helfen. Der Rokonhauptmann ist in Bedrängnis. Okay. Wir holen auf jeden Fall die Fee. Bums, 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 bums. Okay. Ich frage mich, wo man die Flöte einsetzen soll. Also in Zelda 1 war es ja so, dass in den einzelnen... Also es gab zwei Feenquellen auf der Oberwelt. Und da konnte man bei einem die Flöte einsetzen. Um das Wasser zu senken. Und da war dann ein versteckter Dungeon. Aber ob das hier auch so ist, ich glaube nicht. Vielleicht so ähnlich. Ist da Girahim? Ja, da ist Girahim. Na dann, werde ich dir helfen, Girahim. Girahim. Yeah. Und du bist tot. Aber schick noch nicht. Ich würde schon wieder ein paar sagen, wieso?
Es ist so fies, ey. Oh, oh. Hat's ihr auch was abgezogen? Ist ja lustig. Ich glaub schon. Ja. Schrei rum. Ich mag das. So. So. Alter. Gut gemacht, Link. Ja. Ich will aber schnell diese blöden Köpfe da besiegen. Stoßtruppen. So. Köpfe, Köpfe, Köpfe. Ist gut. Hör auf. Alter, noch erwischt. So. So. Ich hoffe, ich muss nicht gegen meinen Handler selbst kämpfen, sondern nur die Tentakel entfernen, aber ich glaube nicht. Ich glaube, der kommt auch noch. So. Hui. Bam, bam, bam. Und tot. So. Okay. Nö. Hier ist das feindliche Hauptquartier. Egal. Oh, das wäre in Not. Da ist jemand in Not. Ein Gorone. Nee, doch. Da. Was machst du denn hier? Ja. Aber eigentlich war das gar nicht mehr nötig, fast. Ah, cool. Unser Herzteil oder so. Nee. Alter. Ist manchmal so komisch. Der will einfach nicht. Jetzt habe ich 3 Karotten verschwendet, oder? Nee. Habe ich nicht. Yay, yeah, Herzcontainer. Und mehr Leben für Link. Kommt bei die 3. Leiste oder so? Nee, Quatsch. Noch lange nicht. Aber es gibt eine 3. Leiste. Manchmal kommt es mir so vor. So viel, wie man noch finden kann. Aber andererseits gibt es auch viele Charaktere, wofür man was finden kann. Aber es gibt auch Level 99, oder nicht? So. Worms. Das Hauptquartier ist immer noch nicht geöffnet. Müssen wir erst den Schlüssel holen oder was? Da unten waren wir, glaube ich, noch nicht. Ah, nee, oder? Ist da unten noch ein Handler-Ding? Ja, ja. So. Zack, zack. Und tot. So. So viele schöne Materialien. Ach, wir sollten ja die... Ja, stimmt. Die feindliche Feldmarschälle treffen. Besiegen. Erst 1000 Gegner besiegt. Boah. So, Stoßtruppen sind auf dem Weg. Aber... Ach, lol, jetzt wollte ich schon das einsetzen, den Trank. Gut, dass ich voll bin. Ich wollte eigentlich die Bombe werfen. So. So, die Stoßtruppen sind bei uns unten. Aber unser Hauptquartier ist ja da oben. Ich dachte schon, es wäre gefährlich, dass da solche Leute rumhängen. So. Lol, einmal seitlich springen. So. Ah ne, unser Hauptquartier ist... Nee, unser Hauptquartier ist da... Ist da, wo wir gerade waren. Okay. Und das Hauptquartier der Feinde sind jetzt, ist jetzt offen. Und wir haben das Herz, den Herzcontainer, also ist alles gut. So, doofe Stoßtruppen hier. Stufe erhöht. Oh, 63 schon. Cool. Yeah. Wie der eine fliegt. So. Zack, zack, zack. Jetzt nochmal kurz die Starken hier besiegen. Und dann schnell zum Hauptquartier. Und schnell. Galopp. Im Galopp. So. Tschu. Tschu. Erstmal alles einsammeln. So, wer wartet hier auf mich? Fei? Okay. Okay, Fei. Du bist mein Feind, Fei. Mein Feind. Boah, ich frage mich, welche Waffe. Ich weiß es gar nicht. Vielleicht weiß ich es, wenn ich... also ich weiß nicht, ob ich das jemals schon wusste. Wenn es mir dann wieder einfällt, dann... Also wenn ich sehe, dann werde ich es wahrscheinlich wieder wissen, falls ich es schon kannte. So vom Hören oder alles. Aber eigentlich weiß ich nichts davon. Und das ist cool. Weil ich nebenbei auch Let's Plays gucke und so von anderen. Und ja, dann könnte es sein, dass man gespoilert wird, weil den Abenteuermodus zum Beispiel kann man natürlich nicht immer in derselben Reihenfolge machen.
Aber das habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen oder gehört oder gelesen oder was auch immer. Ich habe mir gerade Sorgen gemacht. Oh mein Gott, haben wir denn schon 1200 Feinde? Aber ja, haben wir. Und wir haben die Mission erfolgreich bestanden vor allem. Oh, sein Lachen ist so toll. Und wir haben Rang A. Nee, Quatsch. Wir kriegen die Waffe. Wir haben nicht Rang A. Die Waffe war ja ohne Rang. Yeah! Oh Gott, was ist es? Oh Gott, was ist es? Oh mein Gott. Bin echt gespannt. Wo bin ich? Da ist was. Ja, ich wusste es. Ich finde noch was. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Also erstmal bin ich gespannt, ob ich Rang A habe. Ja, super. Ich muss diese Mission nie wieder machen. Was? Waffe halten. Große Fee der Quelle. Eine große Fee kämpft an deiner Seite. Eine Kollegin wacht wohl über ihre Quelle. Koordiniere deine Angriffe mit ihr. Der starke Angriff verbessert zeitweilig den Angriff auf Kosten der Verteidigung. Was zur Hölle? Nee, davon wusste ich echt nichts. Davon wusste ich nichts. Was? Große Fee. Also das möchte ich gerne mal ausprobieren, weil ich mir überhaupt nichts darunter vorstellen kann. Boah. Lol, 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 lol. Voll cool, wir haben ja alles erledigt einfach. Lol. Dann gucken wir mal, ob wir ihn leveln können. Mit einem Handschuh. Ja. Zack. Einfach mal schon alle Kombos. Sonst wäre es langweilig. Das Feenschwert. Ach so. Und hier cool. Also hier fehlen nur noch 4 Sachen. Okay, hier fehlen mehr, aber da fehlen nur noch 4 Sachen. Voll cool. Feenschwert. Lol, ich kann mir echt nichts darunter vorstellen. Okay, probieren wir dann irgendwann anders aus. Ich würde es eigentlich nächstes Mal ausprobieren. Hier brauchen wir noch Eispfeile. Ja, voll dumm. Ich muss die Mission machen, um die Mission nochmal zu machen. Blödsinn. Wo findet man noch? Hier. Das heißt, die müssten wir machen. Mit Akidinita. Und da gibt es auch noch Eispfeile, aber die kommt man auch nicht so schnell ran. Ja, dann ist es echt am sinnvollsten, das zu machen, um das zu machen. Naja. Ich wollte noch gucken. Stimmt, ich wollte noch gucken. Oh, nee, das war hier nicht. Ich muss eine Mission auswählen und dann starten. Ich wollte gucken. Also, wir haben ja jetzt alle Waffen mit ihm. Okay, das ist immer noch Lila. Dann brauchen wir echt jede Waffe. Also wir brauchen noch die Waffe von Lana. Wo war das nochmal? Wo sie ihre Waffe kriegt? Irgendwie hier oder da oder so. Nee, das war hier oder da oder da. Da. Okay, dann müssen wir die Mission machen. Okay, mit Ganondorf. Super. Dann machen wir im nächsten Part die Mission. Und ich bin mal gespannt, wie das dann wird mit dem Masterschwert. Ob man das dann endlich freischalten kann. Okay. Danke fürs Zuhören und fürs Zuschauen und so. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.